Bergwerk Anna in Alsdorf. Grubenbahnhof, Frühschicht. Lok Anna Nummer 8 wartet auf ihren Einsatz. Angekommene Züge in Abteilungen auseinanderrangieren, neue Züge mit fertigem Koks zusammenstellen. Zunächst aber müssen Lokführer und Rangierer sie vorbereiten. Sie schaufeln Kohlen in die Feuerbüchse, schmieren die Maschine ab, überprüfen den Wasserstand. Wasser im Kessel in Ordnung. Willi, schmierst du schon mal die Maschine ab? Ja, ja. Nach einem ersten Blick auf das Wasserstandglas stellt Lokführer Alfred Seifert den Hilfsbläser an und öffnet die Feuertür. In der Feuerbüchse brennt das Ruhefeuer. Bei Standzeiten bis zu 10 Stunden hat sich das Ruhefeuer als wirtschaftlich erwiesen. Ein Anheizen aus kaltem Zustand heraus würde in der Regel 4 bis 5 Stunden dauern. Alfred Seifert zieht das Feuer lang und verteilt es auf dem Rost. Die Rostfläche der Feuerbüchse beträgt etwa 1,8 Quadratmeter. Die gesamte Heizfläche des Langkessels rund 120 Quadratmeter. Auf das Grundfeuer gibt der Lokführer nun Kohle. Über das Verhältnis von Lokführer und Heizer, wie früher die Normalbesetzung einer Lok war, kursieren noch immer die merkwürdigsten Geschichten. Der Lokführer rechts, wie heute, der Heizer links. Und wenn die beiden sich nicht grün waren, zog der Lokführer einen Kreidestrich über Boden, Führerstand und Decke. Ein deutliches Zeichen für den Heizer, unbedingt auf seiner Seite zu bleiben. Der Lokführer stellt die Luftpumpe der Bremse an. Der Hauptluftbehälter wird langsam gefüllt, bis er den erforderlichen Betriebsdruck erreicht hat. Während Alfred Seifert die reguläre Wasserstandüberprüfung vornimmt, eine etwas zeitraubende Angelegenheit, füllt Rangierer Willi Hackenbruch alle Lager und sonstigen Schmierstellen mit Öl. Auf jeder Seite sind es rund 20. Kuppellager, Stangenlager, Schwingenkopf, die Vorratsbehälter der Achslager und schließlich die Gleitbahn des Kreuzkopfs. Im Grubenbahnhof Anna liegen rund 20 Kilometer Gleise, miteinander verbunden durch 104 Weichen. Für den geregelten Betriebsablauf von je 2 Dampfloks in der Früh- und Mittagsschicht sowie einer Dampflok in der Nachtschicht sorgen 2 Stellwerke. Ausgerüstet sind sie mit Drucktastenanlagen, die in den 60er Jahren zu den modernsten Einrichtungen gehörten. Dass der Eschweiler Bergwerksverein, kurz EBV, schon damals in derartigem Umfang investierte, zeigt die Bedeutung, die dem Grubenbahnhof in Hochzeiten zukam. Vogt. Stellwerkswärter Horst Vogt bei der Arbeit auf Stellwerk 2. In der Dienstanweisung heißt es: Zur Ausführung von Rangierarbeiten übermitteln die Stellwerkswärter die von der Aufsicht erteilten Arbeitsaufträge. Dem Wärter von Stellwerk 2 obliegt auch die Bedienung der Schrankenanlage Herzogenrather Straße und der Lichtzeichenanlage zur Sicherung des Überganges Werksstraße-Gruben-Anschlussbahn. Haben Lokführer und Rangierer Anna Nummer 8 soweit vorbereitet, erhalten sie von Horst Vogt freie Fahrt zum Wasserfassen. Stellwerk 1. Ja, Stellwerk 1. Die Lok 8 kommt jetzt Wasserfassen. Lok 8, Wasserfassen. Lok 8. Lok 8. Kannst du Wasser fassen? Wasser fassen. Alfred Seifert löst die Bremse und legt die Steuerung aus. Leerfahrt vorwärts. Also 60% Füllung der Zylinder. Anna Nummer 8 ist ein D-Kuppler, wird also über 4 miteinander gekuppelte Achsen angetrieben. Gebaut 1938
von der Kasseler Firma Henschel läuft der bewegliche Dampfkessel Nummer 24396 seit 1961 für den EBV auf Anna. Alfred Seifert, 60 Jahre alt, war bis 1984 Stammlokführer auf Anna Nummer 8. Für die Filmdokumentation ist er nochmals auf seine Lok zurückgekehrt. Weitere technische Daten von Anna Nummer 8: Spurweite 1435 mm gleich Normalspur. Höchstgeschwindigkeit etwa 50 km pro Stunde, Gesamtgewicht etwa 56 Tonnen. Wassertankstelle. Je nach geleisteter Arbeit muss Anna Nummer 8 pro Schicht ein- oder zweimal Wasser fassen. Der Wassertank befindet sich unterhalb des Langkessels. Er fasst rund 6 Kubikmeter. Letzter Arbeitsgang bei der Vorbereitung für den Schichtdienst: Kohleladen. Stellwerk 1. Hier Stellwerk 1. Es kommt die Lok 8 Kohleladen. Die Lok 8 kommt Kohleladen. Lok 8. Lok 8. Ganze Kohleladen fahren. Lok 8 Kohleladen. Willi Hackenbruch dirigiert die Lok mit dem Tender genau unter die Rutsche des Panzerförderers. Die Kohle stammt von den Lesebändern des Bergwerks Emil Meirisch im nahen Siersdorf. Knapp 2 Tonnen fasst der Vorrat von Anna Nummer 8. Sie reichen für 4 bis 8 Stunden. Tonnen, die von Hand in die Feuerbüchse geschaufelt werden müssen. Also keine geruhsame oder leichte Arbeit. Ein Blick von oben auf die Lok. Auf dem Langkessel sitzen, von links nach rechts, Sanddom für den Bremssand, Dampfdom für die Energiezufuhr,
Speisewasserdom für die Wasserzuleitung sowie der Schornstein. Anna Nummer 8 ist fertig vorbereitet und wird nun im Rangierdienst eingesetzt. Die Loks stehen ständig unter Dampf. Da die Kokerei Anna Tag und Nacht in drei Schichten arbeitet und deshalb ununterbrochen Rangieraufträge anfallen. Die für die Verkokung benötigte und vor allem geeignete Fettkohle rollt aus dem Ruhrgebiet heran. Oder, was natürlich praktischer und preiswerter ist, zu etwa 20% von der nahegelegenen Grube Emil Mayrisch. Hier kommt die vom Verbundbergwerk geförderte Kohle nach über Tage, wird aufbereitet und in Waggons verladen. Der Steuerstand des Verwiegers auf Emil Mayrisch. Per Rangierspillanlage holt er sich nach und nach die leeren Waggons heran. Solche Anlagen helfen unnötige und teure Standzeiten der Loks vermeiden. Mit Blick auf den Bildschirm der Außenkamera gibt der Verwieger die Wagennummer und das Ladegewicht des Waggons ein. Der Computer prüft, ob die Angaben korrekt sind. Ist der Wagen richtig positioniert und die Nummer abgecheckt, öffnet der Verwieger zunächst die beiden äußeren Muschelschieber, dann den inneren. Rund 28 Tonnen Kokskohle fallen in den Waggon. Wagen um Wagen füllt sich mit Kokskohle. In der Zwischenzeit sehen wir uns etwas auf dem Grubenbahnhof um. Vor dem Reparaturschuppen steht gerade die Lok Nummer 3. Primäre Energien wie Wasser und Kohle und eine ausgeklügelte Technik, ein scheinbarer Gegensatz. Allen robusten äußeren Anscheins zum Trotz, auch Dampfloks sind anfällig gegen Verschleiß. Reparaturen führt der EBV selbst durch. Früher in der Maschinenhauptwerkstatt Maria II, heute bis zur Stilllegung im Dezember 1992 auf Emil Mayrisch. An der Lok, genauer im Langkessel, ist ein Heizrohr auszuwechseln. Alexander Wähler, ein Lokschlosser aus dem dreiköpfigen Reparaturteam, wird zusammen mit Georg Witzgoll zunächst die Tür der Feuerbüchse abbauen. Wähler klettert in die Feuerbüchse und bereitet das Abscheren des Wörtels an der Rohrwand vor. Arnold Leipertz, der Vorarbeiter, öffnet die Rauchkammertür. Hier enden die rund 3,5 Meter langen Heiz- und Rauchrohre. Sie liegen waagerecht im Langkessel und sind von Wasser umspült. Durch die Hitze verdampft das Wasser, gelangt in den Dampfsammelkasten und von dort in die Zylinder. Die Dosierung des Dampfdrucks sowie Vorwärts- und Rückwärtsfahrt werden durch die Steuerung geregelt. An beiden Enden, also in der Rauchkammer und hier in der Feuerbüchse, ist das Heizrohr gewalzt. Es hat dadurch Halt, kann nicht verrutschen und schließt dicht ab. Wähler schert dieses Ende ab und kann das Heizrohr zur Rauchkammer hin ausdrücken. In der Rauchkammer tritt nun das defekte Rohr aus.
Heizrohre sind aus Stahl gefertigt. Je nach Wasserhärte bzw. Kesselsteinbesatz und Einsatzhäufigkeit halten sie unterschiedlich lang. Bis zu 6 Jahren. Alexander, pass mal auf! Leipertz führt das neue Heizrohr ein und positioniert es. Nächster Arbeitsgang: Festschlagen, bis das Heizrohr an der Rohrwand wieder austritt. Dann kommt das entsprechende Signal von Alexander Wähler aus der Feuerbüchse. Die Enden des Heizrohrs werden eingewalzt. Zunächst in der Feuerbüchse, dann in der Rauchkammer. In der Zwischenzeit ist unser Kokskohlenzug fertig beladen. Lok Nummer 2 zieht die Waggons ab und rangiert sie auf das sogenannte Ausziehgleis. Üblich sind Rangiereinheiten von etwa 10 bis 12 Wagen. Der EBV verfügt auf seinen beiden Grubenbahnhöfen Emil Mayrisch und Anna über 9 Dampfloks. Um 2 Maschinen ständig im Schichtdienst einsetzen zu können, ist eine Reserve von 2 Loks notwendig. Die Gründe, warum der EBV heute noch mit Dampfloks arbeitet, sind handfester Natur. Die Loks sind seit langem vorhanden, ihre Zugkraft reicht für die anfallenden Rangierarbeiten aus. Schließlich fördert der EBV die notwendige Heizkohle selbst. Der Rangierer gibt dem Lokführer die Längen an, die er über den Bahnübergang zu fahren hat. Eine Länge. Halten. Dann stellt er die Weiche um, Richtung Ausziehgleis. Und zurück. Die Dampfloks des EBV sind zwar für den Betrieb auf Bundesbahngleisen zugelassen, jedoch würde ihre Zugkraft für die Befahrung der relativ steilen Rampe Richtung Alsdorf nicht ausreichen. Deshalb wird aufgrund eines Transportvertrages der komplette Kokskohlenzug nun gleich von einer Bundesbahnlok übernommen und nach der vorgeschriebenen Wagenüberprüfung nach Anna gebracht. Wenn der Zug voller Kokskohlen langsam auf der Rampe Richtung Alsdorf fährt, haben wir Gelegenheit, uns etwas mit der Geschichte des Aachener Reviers und besonders natürlich der Eisenbahn zu beschäftigen. Es ist schon eine etwas merkwürdige Sache. Betrachtet man die Industrielandschaften im heutigen Deutschland, dann spielt das Aachener Revier nicht mehr die Rolle, die es zum Beispiel im 19. und bis weit in das 20. Jahrhundert hinein gespielt hat. Dabei stammen aus diesem Raum so renommierte und bekannte Namen wie Thyssen, Hoesch und Phoenix. Wie es nun zu dieser interessanten Verbindung zwischen beginnender Industrialisierung
und dem neuen Verkehrsmittel Eisenbahn kam. Darüber wollen wir mit einem Fachmann sprechen. Und zwar in diesem Fall mit Lutz Henning Meyer vom Rheinischen Amt für Denkmalpflege, Autor des Buches 150 Jahre Eisenbahn im Rheinland. Die Geschichte der Eisenbahntechnik beginnt ja eigentlich in England. Nicht nur der Eisenbahntechnik, sondern der gesamten Industrialisierung. Die nahmen dann gemeinsam mit der Eisenbahn den Weg über Belgien nach Deutschland. Welche Strecken wurden dann gebaut und wie war das Aachener Revier darin eingebunden? Die erste Eisenbahnstrecke auf europäischem Festland war die Eisenbahn von Antwerpen nach Köln, die in Belgien 1835 in Betrieb genommen wurde, kurz vor der Eisenbahn von Nürnberg nach Fürth. Diese Strecke wurde fortgesetzt auf deutschem Boden als Rheinische Eisenbahn und wurde 1841 in Betrieb genommen bis Köln, von Aachen bis Köln. Und 1843 erfolgte dann der Anschluss von Aachen nach Belgien, sodass man 1843 von Köln bis nach Antwerpen durchfahren konnte. Im Anschluss an diesen Eisenbahnbau erfolgte dann eine weitere Eisenbahnlinie, nämlich die Aachen-Düsseldorfer Eisenbahn, die von Aachen nach Düsseldorf aus Konkurrenzgründen gebaut wurde, weil sich das Aachener Revier, benachteiligt fühlte in der Tarifgestaltung der Rheinischen Eisenbahn. Diese Eisenbahn wurde 1852 in Betrieb genommen, nicht zuletzt auch wegen der Kohle, die im Aachener Revier lag, dieses Mal aber die Kohle im Wurmrevier. Die erste Grube im Revier, die Grube Kempchen, wurde 1852 an das Eisenbahnnetz angeschlossen. Danach erfolgte dann das Abteufen von verschiedenen Gruben, unter anderem der Grube Anna, die 1850 abgeteuft wurde. Von 1850 an versuchte Anna, einen Eisenbahnanschluss zu bekommen. Die Gesellschaften wehrten sich, weil sie nicht genügend Einkommen durch die Grube sahen. Aus diesem Grunde errichtete Anna eine eigene Pferdebahn nach Herzogenrath. Die parallel neben Anna entstandene Grube Maria errichtete auch eine Eisenbahnlinie, und zwar von Mariadorf bis nach Eschweiler, wo sich inzwischen die Eisenindustrie niedergelassen hatte. Erst 1870 bekam die Grube Anna einen Eisenbahnanschluss durch die Rheinische Eisenbahn. Die übrigen Gruben gründeten eine eigene Eisenbahngesellschaft, die Aachener Industriebahn. Diese Industriebahn kam 1875 in Betrieb und schloss alle übrigen Gruben an. Zu dieser Eisenbahngesellschaft führt die Strecke, an der wir hier gerade stehen, die 1939 eingerichtet wurde zum Abteufen der Grube Emil Meyerisch. Sodass man sagen kann, dass das Aachener Revier durch drei konkurrierende Eisenbahngesellschaften erschlossen war und die Kohle an den Markt brachte. Wobei die Eisenbahngesellschaften für das Revier nicht nur positiv, sondern auch negativ war. Denn die Brücken über den Rhein brachten das Ruhrrevier nah an das Aachener Revier. Die Gruben an der Ruhr hatten nicht die Wassereinbrüche wie die Aachener Gruben und waren deshalb konkurrenzfähiger. Schon 1860 war ein Viertel aller auf der Aachen-Düsseldorfer Eisenbahn transportierten Kohle Ruhrkohle. Die Rampe der Bahnstrecke zwischen Emil Meyerisch und Anna. Nach Südosten zweigte hier früher die Strecke Mariadorf-Aldenhofen-Jülich ab. Die alte Trasse kommt nun deutlich ins Bild. Pro Tag befahren heute noch durchschnittlich ein Kokskohlenzug und 4 bis 5 Züge mit Kraftwerkskohle die Rampe. In Tonnen 500 bis 600 Tonnen Kokskohle und rund 5000 bis 7000 Tonnen Kraftwerkskohle. Der Bahnhof Maria Grube, seit langem stillgelegt. Die Fahrstraße der Züge zwischen Emil Meyerisch und Anna ist ständig durchgestellt. Der Bahnhof weist heute noch eine Besonderheit auf. Es ist ein sogenannter Turmbahnhof mit übereinander kreuzenden Gleisen. Noch einmal Lutz Henning Meyer.
Seit 1870 bestand die Eisenbahnlinie der Rheinischen Eisenbahn nach Alsdorf. Als dann die Industriebahn ihre eigene Bahn bauen wollte, konnte sie aus Konkurrenzgründen die Rheinische Eisenbahn nur unterqueren, musste eine Brücke bauen und dadurch entstand hier die Tieflage, die wir hier haben. Im Hintergrund kann man dann den 1939 entstandenen Rangierbahnhof vom EBV erkennen. Der EBV richtete hier einen Rangierbahnhof ein, weil er die Züge von Emil Meyrisch abfahren musste. Dies war seine zweite Strecke. Die erste Strecke, die er errichtet hatte, war zwischen den beiden Gruben Anna und Adolf. Auf Anna war dann auch ein großer Rangierbahnhof errichtet, den es ja heute noch in dieser Form gibt. Zurück auf dem Grubenbahnhof Anna. Die Bundesbahn-Lok hat den Kokskohlenzug abgestellt und abgekuppelt. Die Wagen werden nun von Anna Nummer 8 übernommen und entsprechend den Anweisungen rangiert. Sterberg 1. Ja, hier Sterberg 1. Jetzt kommt die Lok 8, eine Übergabe in 15, drückt die nach 23. Die Lok 8 nach 15 und drückt die Übergabe nach 23. Lok 8. Lok 8. Fährst du nach 15, drückst die Übergabe nach 23. Lok 8 nach 15, Übergabe nach 23. Und Rest, wenn zu viel ist, nach 32. Was zu viel ist, nach 32. Mittagsschicht. Das Team von Anna Nummer 8 hat gewechselt. Udo Müller als Lokführer, Alex Neuhausen als Rangierer. Udo Müller fährt die Lok vorsichtig an die Rangiereinheit heran. Alex Neuhausen kuppelt die Rangiereinheit an und nimmt anschließend seinen vorgeschriebenen Platz auf dem letzten Wagen ein. Der Lokführer bremst den Zug ab.
Nachdem die Räder stillstehen, legt er die Steuerung für Rückwärtsfahrt aus. Die Lok drückt die Rangiereinheit Richtung Gleis 23. Horst Vogt auf Stellwerk 2 sorgt für die richtige Weichenstellung. Noch drei Längen. Bis vor der Bühne. Drei Längen. Zwei Längen. Zwei Längen. Noch eine Länge. Länge noch. Halbe Länge noch. Halbe Länge noch. Und halte. Und halte. Die Schiebebühne. Ist das Kippergleis durch entladene Wagen blockiert, werden die vollen Wagen auf andere Gleise gedrückt und dann mit der Schiebebühne zum Kipper gefahren. Mit der Haspelanlage werden die Wagen einzeln auf die Schiebebühne gezogen. Der Arbeiter hängt das Seil in die Seilöse ein, kuppelt ab und gibt dem Fahrer ein Zeichen. In der Dienstanweisung heißt es: Bei orts- und ferngesteuerten Anlagen darf sich der Führer der Rangieranlage, solange dieselbe in Betrieb ist, nicht vom Bedienungsstand der Anlage entfernen. Er hat deren Gang sowie die Rangierbewegungen dauernd zu beobachten und die Rangierwinde anzuhalten, sobald eine Störung oder Gefahr erkannt wird. Auf den wenigen Metern von Schiebebühne zum Kipper nimmt der vollbeladene Wagen beträchtliche Fahrt auf. Der Hemmschuh bremst die etwa 40 Tonnen Gesamtgewicht ab. Der Waggonkipperführer ist für den ordnungsgemäßen Ablauf des Entleerens verantwortlich. Die Stirnwand des Waggons wird geöffnet, die Kokskohle fällt durch einen Rost auf Förderbänder. Diese führen zu Mischern und Bunkern, in denen die Kokskohle bis zur Weiterverarbeitung lagert. Das Ausgangsmaterial, also die Kokskohle, und das fertige Produkt, der Koks.
Er ist in einer Garungszeit von durchschnittlich 16 Stunden entstanden. Koks wird hauptsächlich für die Verhüttung von Eisenerz gebraucht. Die Kokerei produziert Tag und Nacht, rund um die Uhr in drei Schichten. Pro Tag etwa 2200 Tonnen. Da größere Lagerkapazitäten fehlen, muss der fertige Koks, teilweise noch warm, ununterbrochen verladen werden. Dies bedeutet, dass Rangierbetrieb, Kokerei und Verladung voneinander abhängen. Der Verwieger setzt die Förderbänder in Gang und bewegt mit der Rangierspillanlage die Wagen. Sind alle beladen, werden sie abgehängt und von Lok Nummer 8 übernommen. Die Anweisung, die Kokswagen zu übernehmen, kommt wiederum von Stellwerk 2. Lok 8. Lok 8. Fährst du nach 37, ziehst du den Koks nach Gleis 13. Nach 37, Koks nach Gleis 13. Stellwerk 1. Ja, hier Stellwerk 1 an 2. Die Lok 8 zieht aus 37 in Koks zum Bahnhof. Die Lok 8 zieht aus 37 mit Koks zum Bahnhof. Später, wenn es gegen 22 Uhr auf den Schichtwechsel zugeht, werden Udo Müller und Alex Neuhausen ihre Lok zur Wassertankstelle fahren. Abrüsten heißt dann der abschließende Arbeitsgang. Anlegen des Ruhefeuers, Überprüfung und Sicherung der Maschine. In regelmäßigen Abständen schlacken die Arbeiter aus und entfernen die Flugasche aus der Rauchkammer. Dies geschieht in der Nähe des Lokschuppens. Die Ära der Dampfloks auf den Grubenbahnhöfen des EBV geht zu Ende. Im September 1992 macht die Kokerei dicht. Drei Monate später stellt Emil Meirisch die Förderung ein. Die Dampfloks werden teilweise verkauft. Die Interessenten stehen bereits Schlange. Einige Loks will das Bergbaumuseum Wurmrevier übernehmen, sie fachgerecht warten und einsetzen. Ansonsten jedoch bleiben von der langen Tradition der alten Stahlrösser nur noch Nostalgiefahrten.